Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arma 3. Ziel sofort auf die Kunden übrigens. Hier in der Safe Zone hat uns nämlich gerade versucht, jemand zu überfallen. Und 100 Meter um ATM ist Safe Zone. Laut Serverregeln. Und somit sind wir da echt safe. Und den Typen hätten wir jetzt. Also, wir haben vorhin den Combat Logger jetzt gerade gebannt. Und den Typen hätten wir jetzt auch eiskalt gebannt. Ja. Ja, wenn also, uns echt überfallen hätten. Naja, gut, Leute. Blöde Sache. Pech gehabt. Wir hätten ja immer noch die Waffe abziehen können, ne, und alles, aber wir hatten so unseren Spaß und ihr hattet euren Spaß mit der Folge. Hoffe ich. Aber ja, ich der auch. Typ, den wir überfallen haben, sicherlich nicht. Wollen wir Salzwüste fahren? Wer auch immer gerade fährt. Ja. Ja. Ich habe jetzt bloß mich erstmal verpisst wegen dem Heli und den Typen da. Nee, verständlich, verständlich. Ja, ich gucke immer wieder hinter uns, damit sie uns nicht folgen, so. Wenn sie uns folgen, sind sie tot. Vor allem, die wollten uns mit einem Gunner ausrauben. Mit einem Gunner. Vor allem, ich stand daneben, hab auf seinen Kopf gezielt. Du standst daneben mit einem HMG. Und dann kommt plötzlich das Shift C. Ich war nicht drin, weil ich hab grad einem Support. Oh, da roped noch einer. Der hat vergessen, Toss Rope zu beenden. Ja. Ach, ich dachte, das wäre so ein Grafikfehler. Nö. Und wenn er halt innerhalb von der Safe Zone getötet wird und sich mit die Regeln nicht auskennt, hat er halt eiskalt gelitten, würde ich sagen. Das sehe ich aber auch so. Wir sind gerade durch Molos gefahren. Ja. Weil er über uns meinte, er wurde schon 3-4 Mal beim ATM abgezogen. Ja, Serverregeln. Kenntnis der Serverregeln erspart einem einiges. Ja, ja. Das nächste Mal, wenn da jemanden in der Stadt überfallen, sag ich dem, ne, du überfällst mich nicht in meiner eigenen Stadt. Ja, dann müssen wir aber zu dritt mit einem Offroad HMG vorrücken. Ja. Auch irgendwann haben wir bestimmt Geld und den Style, noch einen vierten Mann zu haben und zwei HMGs zu haben. Oh, ho, ho. Wie gesagt, ich bin ja immer noch gewillt, NB auf Arma auszuweiten. Und auch auf DayZ, deswegen, also. Aber das Problem ist, es gibt ja einige Noobbusters, die hier schon gespielt haben und einfach, weil sie zu inkompetent waren, den Server scheiße fanden. Das ist richtig. Aber auch an alle Abonnenten da draußen, wenn ihr Bock habt, Arma zu zocken, in dem Clan mit uns, kommt auf noobbusters.teamspeak.de. Quatscht da mit mir oder mit einem der anderen Admins. Oder mit mir stellvertretungsweise. Ja, aber da muss ich sowieso mit dir nochmal quatschen. Aha. Und den anderen Admins. Aha. Du kannst ja die TS-ID einfach mal in die Beschreibung reinkloppen. Wenn ich es nicht vergesse, kann ich das durchaus tun, ja. Ja, aber das machst du doch am besten so als Info aufs Handy oder so. Ich fahr grad, du Held. Ich erinnere mich sonst nochmal dran. Oder dann mach ich's nämlich auch. Ja. Dann könnt ihr uns bei uns melden. Dann. Ja. Ansonsten über den Teamspeak von dem Server hier erreicht ihr uns auch im Support. Oder ihr fragt bei den Medics unter Crowstyle und Magma nach. Ja, oder halt im Support, ne? Apropos, ja Magma, morgen 21 Uhr ist Medic-Besprechung. Ah, okay. Sollte ich ja, dir ausrichten. Hab ich Zeit, ja. Vor allem, ich guck im Real Life nach unten auf mein Handy, auf meinen Timer und beweg halt die Maus auch so, dass ich nach unten gucke. Absolut creepy. Pro-Gamer steuert sich selbst über Maus. Oh ja. Yeah. Das sind die wahren Zocker. Steuert die Maus über seinen Kopf. Rechts, weiter die Mauer. Rechts. Ja, ich weiß. Aber hier waren Dinge, Mauern, falls ihr mitgekriegt habt. Ja, klar. Ja, gut. Das habe ich gesehen, aber ich sag ja, da rechts, ach links ist links. Du Depp. Du bist auch ein Depp. Ihr seid alle Derps. Derp. Wir sind derp, alle Depp. Derpity Derp. Ich sag Derp, Derp, Derpity Derp. Derp, 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 Derp. Jetzt gibt Vollgas, damit wir hüpfen. Derp, 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 Derp. Scheiße, das. Jump of Doom. Derp, 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 Derp. Also ich seh nix. Geht's Tom, oder?
Also da ist ein Betonmischer. Ich weiß nicht, ob wir einen Betonmischer ausrauben können, aber... Wir können es ja mal versuchen. Hände hoch oder wir schießen Betonmischer. Oh ja, wo wollen wir denn hinfahren? Oh, ich glaube, hier ist was in die Luft geflogen. Oh, hier wollte was landen und hat's verkackt. Ja, da rechts diese Spur. Da wollte was landen und hat's verkackt. Rechts? Ist dabei explodiert. Das ist links von uns. Du meinst ja. Hier direkt, ne? Nee. Nee, das ist Einschlagloch, was ich da schon meinte. Wo wollen wir hin? Diamantentrader oder Salztrader? Noch ein Stück weiter rechts. Achso, da. Wir fahren mal in Richtung Salz. Salztrader, ja, das hört sich gut an. Kann eigentlich irgendeiner von euch Jet fliegen? Bisschen, aber landen ist schwer. Noch nie probiert. Also ich kann ein bisschen fliegen, boah. Aber landen ist richtig schwer. Also landen habe ich bis jetzt nur Atira hingekriegt, sonst gar nicht. Ist eigentlich das Jetfliegen anders als an Arma 2? Nö. Nee. Das ganze Spiel basiert auf Arma 2, zumindest was die Steuerung angeht. Ist dieselbe Steuerungsengine. Nein, nicht bei den Helis. Nee? Nee, bei den Helis nicht, weil da war es nämlich mit W gibst du Gas und mit S machst du weniger Gas. Dadurch sind die hoch und runter gegangen und vor und zurück konntest du dich nur lehnen mit den Pfeiltasten oder mit der Maus. Ah, okay. Ja, deswegen hatte ich bei meinem ersten Heliflug, sagte ich halt, ja, ich kann fliegen. Der Heliflug hat 20 Sekunden gedauert. Genau. Ich hab hart W gedrückt. Also ich hab angemacht, über Mausrad angemacht. Weil er nicht wusste, wie er ihn sonst ankriegen soll. Ja, genau, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Dann hat er hart W gedrückt. Hart W gedrückt, ein bisschen nach oben und boom, nach vorne. Ja. Frontal... Mit der Fresse auf den Sand, meinst du? Frontal fast in die anderen Kollegen rein. Ha, oh nicht der schlecht. Witz ist, dass der ganze Spaß hat uns... 300.000 oder so hat der damals gekostet, ne? Der Hummingbird war damals teurer. Ich meine, der ging Richtung 1 Million. Nee, so teuer auf unserem allerersten Server hat stimmt, der meine nee, da war der 300.000 oder so. Ja, aber trotzdem, Alter. Es war ärgerlich für uns. Da kommt ein Auto. Ach, Medic, oder? Nee. Nee. Der kommt vom Salzhändler. Gleich mal Shift C, oder? Mal schnell ran und dann hau ich Shift C raus. Jan oder so. Also ich bin auf jeden Fall dran. Geben. Oder schreib ihm halt eine SMS. Los. Wenn einer einen Namen lesen kann, dann SMS, ne? Ja, Jan John Lucy oder so. Irgendwie so. Jan Lucy? Ja. Kann er nochmal gucken? Stehen bleiben oder wir eröffnen das Feuer? Aber das wird hart, den zu treffen, wenn er sich so bewegt. Ja, du darfst auf jeden Fall jetzt schießen, ne? Darf jetzt schießen, okay. Jo. Gut zu wissen. Hält's ein bisschen gerade, Tom? Dann versuche ich's mal. Jetzt. Boah, ey, das... Er nee. Fährt Richtung Bullen. Egal, halt mal noch hinterher. Ja, auf der Straße wird's einfacher, die ist nicht so schlimm. Jetzt gib Vollgas. Jetzt kannst du schießen. Wie diese. Ja, Bullen aus Post, ich dreh ab. Ja, ja, der ist zu weit weg gewesen. Die weg. Ersten paar Schüsse, die sind wegen einer Bodenwelle einfach auf dem Boden geklatscht. Hab ich gesehen. Ich wollte schon was sagen, aber... Hab's mir verkniffen, ja. Und auf dem Feld wollte ich jetzt nicht unbedingt anfangen zu schießen. Ich hätte auch, als er an uns vorbeigefahren ist, direkt Shift C machen können, habe ich aber irgendwie ein bisschen verpennt. Weil dann hättest du direkt da schießen können, zack, zack, wäre er down. Jo. Ja, du musst ihm ja 15 Sekunden Reaktionszeit geben. Nee, warum, wenn er Gas gibt? Ja, wenn er hart Gas gibt, dann nicht, ne? Wenn er hart ja Gas gibt. Eben bei dem Tempest haben wir ja auch direkt reingeschossen. Ja, disablen dürfen wir ja. Ja nur. Wir machen ja niemanden tot. Ja, ist richtig. Und wenn das drauf anspielt, reparieren wir den sogar, die Karre. Ja.
Wir reparieren die ja immer, weil wir die zum Shop bringen wollen. Ja, beim Geländewagen hätte jetzt nicht gelohnt, den hätte ich einfach stehen gelassen. Ja, gut. Ja, klar. Aber mir ging es jetzt halt um das Geld, was der auf der Tasche hatte. Den hätten wir einfach so dagelassen und gut ist. Unrepariert. Mal gucken, ob er kooperiert hätte. Vielleicht hätten wir noch eine Niere gerappt. Alter, wir sind gerade in die Mauer reingesinkt. Echt jetzt? Dann fahren wir mal beim Salzhändler. Vielleicht ist da noch einer vor Ort. Du hast da eben die Stange da mitgerissen. Steht, oh ja. Ein Truckbox. Wollen wir mal kurz warten, bis der hier abhaut? Nö, wir können den auch da direkt holen. Und gleich erstes wieder Handy abziehen. Ja. Aber bitte so tun erstmal, als würden wir selber verkaufen, ne? Ziel mal nicht auf den, wir wollen verkaufen. Das ist die Fliese, ne? Ach, ist die Fliese! Wollen wir den wirklich überfallen? Ja, hallihallo Fliese! Na hey, lang nicht mehr gesehen! Ja, ich will. Wollen wir das? Wo? Wo sind Cops? Ich sehe keine Cops. In der Lagerhalle, Manuel. Ich hab's gesehen. Er steigt mal ein und fahr weg. Nee. Die tot sind. Auf mich wird geschossen, ich bin tot. Ich sehe die nicht, das ist die Sache. Ja, die sind direkt hin. Die sind direkt in der Lagerhalle. Ich bin tot. Aber ich habe auch einen geholt. Jetzt liegt's an dir. Manuel, HMG draufhalten oder fahr weg. Ich weiß ja. Die sind in der Lagerhalle. Ist sonst einer in der Lagerhalle. Fahr weg. Hardgas. Irgendwo, wo du safe bist. Ich spawn mal in meiner Garage. Na komm, fahr Auto, fahr. Oder ich spawn, ne, wir spawnen in Rebellion City und rüsten uns neu aus. Hast du geschafft, Manuel? Ja, ich bin vor dem weg. Ich geb jetzt Hardgas und fahr weg. Fahr Rebellion City hin. Ja. Alter. Okay, ich komm zu euch. Vor allem, dass der Fliese uns nicht mal warnt. Ach. Vielleicht wusste er es nicht, ich weiß es nicht. Ach, fick. Naja, egal. Das, was mich jetzt so ein bisschen kratzt, ist die Alamut. Na gut, ja. Komm, bleib nicht stecken. Aber ich hab einen Kommissar mitgenommen. Sehr cool. Gib Gas, Gott, gib Gas. Welchen hast du mitgenommen? Ich hab Kommissar hast du nicht gesehen mitgenommen. Am Ende war es derselbe wie gestern. Egal. Dasselbe wie gestern? Das wäre echt hart witzig gewesen. Einer tot ist besser als... Ja, du weißt, jetzt Großverhandlung auf dich. Jetzt müssen wir Rebellion City. Oh, auf fuck. Wen? Auf Manuel, ach ja. Ja. Fuck, bitte. Reparier dich schnell genug, Auto. Alter, Manuel. Ich bin wo hängen geblieben, wo ich... Aber die haben da kein Auto, die sind zu Fuß. So viel hatte ich aber leider auch. Aber mein Aimgrad war auch mega schlecht. Das Ding ist, wir haben uns gegenseitig getötet, der Cop und ich. Also, mir ist es egal. Nee, ich hab echt mega schlecht geschossen. Okay. Ich hab echt dran vorbeigeschossen. Ist unglaublich, ne? Wo bin ich überhaupt? Ach, da bin ich. Wo bist du denn? Ich bin noch ein bisschen in der Nähe von der Salzmine. Bin jetzt auf dem Sanitäter in near, yes. Also, Medic ist gerade bei mir. In der Nähe. Ja, dann sag dir mal, hey, retz mich mal. Dann brauchst du wenigstens... Oh, scheiße, ich sollte eventuell nicht ins Wasser fahren. Nee. Ich fahre nicht gerade direkt neben dem Wasser. Jetzt ist wieder keiner mehr bei mir in der Nähe. Okay. Haut der einfach ab. Wer weiß, vielleicht war es auch ein Cop, weil die werden ja auch als Sanitäter. Weißt du? War der bei mir in der Nähe. Naja, egal. Basti, wie viel Kohle hast du noch? Ah, genug. 8, 9 Millionen. Kannst du mir da so anderthalb abdrücken für der Alamut? Ja, natürlich. Du musst mehr Paychecks farmen. Paycheck.
Nur dass Medic und Support Pages immer noch nicht addiert werden. Bis Ende der. Ja, das ist auch richtig so. Bis zum Dingens gejagt, oder? Wohin? Bis Rebellion City. Wenn du drin bist, bist du safe. Ja. Ich meine, wenn wir wieder rausfahren, bis. Wie heißt das nochmal? Ja, bei uns ist es New Life. Uns können ja, wollte gerade sagen, aber wir haben immer noch den Offroader, also von daher werden wir dann wieder angehalten. Fertig aus, ist halt so. Ganz im Ernst, ich habe den aber auch nicht gesehen. Ich wurde auch angeschossen, aber ich habe niemanden gesehen. Der kam an der hinteren Tür von der Lagerhalle raus, ich habe den dann erschossen. Der hat gar nicht in meine Richtung wirklich geguckt, naja, egal. Ja, der hat auf mich geguckt, weil er mich erschossen hat. Das war nämlich nur einer. Echt? Ich hätte noch nicht mal gedacht, dass es echt die Polizei ist. Ich dachte, da verarscht uns irgendein Zivi. Ich dachte, die Fliese verarscht uns. Ja. Komm, Maplade. So, was denkst du, was wird mich meine Neuausrüstung jetzt kosten? Warte, spawn bei deiner Gar... oder? Nee. Rebellion City ist sicher. Bin jetzt schon Rebellion City gespawnt. Sonst hätte ich nicht jetzt gesagt, spawnen in deiner Garage. Dann parkst du den da ein. Du kommst gerade mitten in die Aufnahme rein, danke Oma. Nee, jetzt ist egal. Was hast du? Jetzt ist zu spät. Keine Zeit mehr zum Reden. Was? Ja, soll sie doch einfach klopfen. Meine Fresse. Meine Oma kriegt noch Geld von mir. Die Überweisung habe ich letzte Woche Freitag gemacht und jetzt schreibt sie mir einen Zettel, dass sie das Geld haben will. Echt? Ja. Ja, okay, ich werde jetzt hier die Aufnahme beenden. Also Leute, haut rein, macht's warum, gut. Warum? Tschüss.